Servus Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Dude Gaming und zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origin. So, ich würde gerne heute mit der Quest weitermachen, die Heilerin. Und ich glaube zumindest, sie heißt die Heilerin, also das hat es mir ebenfalls angezeigt. Wir hören mal unser Gefährt. Und reiten dort mal hin. Sind wir schon in der vierten Folge und immer noch im Anfangsgebiet, aber ich denke, es wird hier noch einige Zeit lang gehen, weil ich möchte eigentlich das Gebiet komplett abschließen. Okay, schauen wir doch mal, was sie jetzt zu sagen hat. Rabia. Bayek, wie schön es ist, dich wieder in Siva zu wissen. Sprechen wir doch mal mit ihr. Du hast Zenu wieder gesund gepflegt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Wir sehen uns übrigens unser Falke. Ein zähes altes Mädchen. Wie du, hä? Bayek. Hepzifa sagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Das ist freundlich von dir. Möge dein Kar gesegnet sein. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Die Soldaten sind Grobiane. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Um zu helfen, habe ich ein notdürftiges Perank in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Yamu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt, und stehlen die Waren. Also versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch die wurden aufgehalten. Sie haben die letzte Lieferung versenkt. Die Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Okay. Ich hole sie für euch. Danke, Bayek. Geil, es heißt tauchen. Bringe sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Die Arznei könnte die Heilerin halten, um zu verfolgen. Senno kann mir helfen. Okay, das ist 161 Meter weg. Schauen wir doch mal. Okay. Wahrscheinlich werden irgendwelche komischen Krokodile oder sowas sein. Kann ich einfach reinspringen? Okay, wir probieren es einfach mal. Kann ich hier tauchen? Richtig viel Zeug, hey, Wahnsinn. Rabia wartet auf die Medizin. Hallo, was macht ihr? Geile Sache. Dann würde ich sagen, jetzt tauchen wir wieder mal auf.
cool gemacht, dass man da unter Wasser auch Schätze finden kann. Geil. Aber wir haben doch jetzt gerade was Neues gefunden. Und zwar Qualstufe 13 oder irgendwie so. Speere hier, genau. Nehmen wir doch mal den. Okay, sie ist anscheinend wieder woanders. Ins Haus des Lebens müssen wir, okay. Schauen wir mal, ob wir helfen konnten. Der Sturzschaden ist schon ganz schön extrem, muss ich sagen. Was ist passiert? Warum sind die Kranken nicht in den Tempelruinen? Wir Soldaten haben uns hinausgeworfen. Obwohl ich den Nomarchen für die Tempelbenutzung bezahle, kommen alle paar Wochen Soldaten und nehmen uns unsere Medizin und Vorräte. Es sind immer dieselben. Sie nennen es Tribut, eine Steuer für die königliche Armee des Pharao. Wir haben kaum das Nötigste, um den ganzen armen Seelen zu helfen. Aasgeier, sei unbesorgt, Rabia. Ich sorge dafür, dass sie dich nicht mehr belästigen. Sei vorsichtig, Bayek. Alles klar. Dann werden wir die mal schnetzeln, würde ich sagen. Ja, komm, die kann man so machen. Jetzt können wir die Pfeile wieder einsammeln, das ist schon mal geil. Kehre zu Rabia zurück. Warte mal, finde das Papyrus-Rätsel. Der arme Hose.
Okay. Wort beendet. Oh, neues Schild. Bayek! Hattest du Erfolg? Klar! Der Tempel gehört jetzt dir. Diese Soldaten werden dich nicht mehr belästigen. Alle meine Patienten danken dir. Ah, ich habe fast vergessen, dir die Arznei vom Boot zu bringen. Bei all der Aufregung hatte ich daran auch nicht mehr gedacht. Siva kann sehr froh sein, dich zu haben, Rabia. Versprich mir, dass du dich nicht von deiner Rache verzehren lässt, Bayek. Ich kann an nichts anderes denken. Aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein. Okay, Stufe 5. Und was haben wir bekommen? Katzenamulett und Halskette. Adlerangriff, Bodenträger. Ah, und hier haben wir die zweite Nahkampfwaffe. Sehr schön. Inventar, was haben wir denn da? Was? Hä? Plunder ist es. Ah, okay. Das kann man praktisch verkaufen. Aber solange wir das jetzt noch nicht brauchen, verkaufe ich es auch nicht. So, okay, ein Haufen Zeug hier. Ich müsste eigentlich mal Inventar, was sagt mir immer noch jetzt hier? Ist da oben ein langer Raum, komme und finde mich in Siva am Boden der einzigen Schale, die groß genug ist für ein Gott ist. Okay. Jetzt können wir aber hier eine zweite Waffe einlegen. Und ich würde eigentlich gerne so eine Sichel einlegen. Oder so eine Sichel, ja. Sichelschwert. So, wir können bloß durchwechseln, oder wie? Ah, okay. So, gehen wir mal in die Quests rein. Hier haben wir noch nichts Neues. Herstellen können wir auch noch nichts. Dafür brauchen wir noch ein paar Materialien.
So, okay. Ich wollte jetzt aber mal dort zu dem Fragezeichen. Ey, das Fragezeichen haben wir jetzt schon erledigt, okay. Hier wäre noch was. Tempel des Amun, Schatz plündern. Das können wir noch machen. Hier wäre noch eine Quest. Ich würde sagen, gehen wir doch mal hier rüber und dann schlagen wir uns mal hier rüber. Okay, gehen wir doch mal in den Tempel des Amun. Tempel des Amun ist da drüben. So, da ist auch noch was. Ja, wir gehen erst hier rüber. Faules Dreckspack! Macht euch mal! Die Göttern sei Dank! Ruhe im Puff. Würde ich euch die Schädel einschlagen. Wenn da jemand ist, dann lass mich raus und kämpfe. Holt mich hier raus! Geht es euch gut? Hier sind noch vier andere Priester. Versteckt euch, bis ihr aus dem Tempel schleichen könnt. Alter. Natürlich, mein. Okay, werden mal schauen, wo ich den Schatz, aber den nicht mit der Senu finden kann. Wäre vielleicht besser, wenn ich hier rumgehe.
Okay, kann man sich verstecken. Uns doch nicht einfach so einsperren. Okay, da drüben ist er. Wasser! Bitte! Wasser! Bayek! Was hast du hier verloren? Bayek! Sie töten dich, wenn sie dich hier finden! Okay, dann schauen wir nochmal, ob wir den nächsten Glyph finden. Ja.
Gehen wir so ganz rüber. Haben wir den einen, hatten wir doch hier schon befreit, oder? Und den hatten wir ja schon. Meine Familie braucht mich. Oh, komm. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Bitte, lasst mich frei. Meine Familie braucht mich. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Lasst mich wenigstens mit meinem... Amun, okay. Sei Dank, dass du hier warst, Bayek. Versteckt euch hier. Geht ihr. Okay, darüber kommen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Thank you.
Einwohner für ein Gewissen. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Die Ältesten, mein Herr. Vielleicht alte Geschichten, oder? Die Götter werden dir nicht vergeben. Sie kennen vielleicht alte Geschichten oder wissen von... Das war der Midamun. Den wollte er gar nicht machen. Du bist zurückgekehrt, um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh, so kurz vor Einführung der Herrschaft, der Starken und Tugendhaften. Tugendhaft? Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Die wollte ihn gar nicht killen. Was meine andere Quest deswegen nicht verloren gegangen ist. Oh! So knapp! Hey! Nochmal! Ist gut. Oase von Siva, vor ein Jahr. Naja, nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch, Beste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir, du. Remo, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer Vater. Sofort Angst. Hey. Hey, hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Hä? Ist gut. Kommt. Was jagen wir denn? Okay, wie sitze? Das Orakel braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder Bayek? Du bist der Magi. Wenn ich Magi bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst nie ein Magi. Du hast zu viel Angst. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Psst. Genug, ihr zwei. Der Sand ist so heiß an den Füßen. Manchmal fangen sie an zu brennen. Das macht dich schneller. Da vorne ist es. Kann ich mitkommen? Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Mach's gut. Die Herde ist in der Nähe. Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Wir wollen das Leittier. Wie sieht das aus? Groß. Mit großen Hörnern. Sei okay. Ruhig. Mach's wie ich. Senu, komm
zu mir! Wieso rufst du Senno? Shenzira sagte, ich soll ihre Federn stehlen, damit die Wiegezeremonie mich in die Gefilde der Binsen bringt. Anubis wiegt dein Herz mit einer Feder auf. Treffer! Tat ihm das weh? Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Okay, da haben wir schon. Bringen wir den Pelz zum Orakel, bevor es dunkel wird. Erreiche den Tempel des Amun mit Chemo. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Kannst du. Dein Pfeil müsste nur zu Senno werden. Stell dir vor, alle meine Pfeile wären Sennos. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt aber hier einen Cut und schauen dann auf jeden Fall in der nächsten Folge an, wie es hier weitergeht. Sind ja doch schon wieder 36 Minuten. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wenn ihr mir auch vielleicht ein Like, Abo oder auch Kommentar da lasst. Würde mich alles sehr, sehr freuen, Leute. So, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bleibt dran, es ist spannend, es ist geil. Es macht Riesenspaß. Bis dahin, ciao, ciao.